So, da sind wir wieder zurück. Qualifikationstraining heute zum Großpreis von Kanada. Und ja, gehen wir rein. Alle Zuschauer, wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade die letzten Vorbereitungen ab. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen Sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Genau so ist es. So. So, schauen wir mal, was möglich ist mit dem ersten Versuch. So, der Ferrari da vor uns hier stört uns hoffentlich nicht länger. Nur Glück gehabt. Das Auto ist jetzt hinter uns, das ist gut. Der Vettel von uns. Ja, der kann vielleicht den Windschatten ein bisschen geben. Reicht das, um ganz vorne zu sein? Ja. Nur mit dem Winkel muss ich diese kleine Abkürzung nehmen. Ich werde die Runde aber trotzdem abbrechen. So, ab in die Box. Und dann probieren wir das dann gleich noch einmal.
Wissen zu dem ersten Sektor fehlt. Und auf dem zweiten. So far our fastest lap is a 1:10.1. Jetzt alles schön in die Box. Das kann ich nochmal einen zweiten Versuch schalten.
So. Ein bisschen erwarten, bis alle ihren zweiten Versuch starten wollen. So far, our fastest lap is a 1 minute 10.1. In the speed trap, 324.6 kilometers per hour. Doing a great job. We're much higher up the field than we expected to be. Track is pretty quiet at the moment. Perhaps we should get out there and get a few laps in. So. So, gehen wir mal raus. Wenn man versucht setzen. Dreieinhalb Minütchen haben wir noch. So. Probieren wir es nochmal. Ah, das hat der Auto schon genau auf dem Weg. Das ist genau an die Bahn fahren. Ah, das ist blöd, wenn jetzt 1000 Autos auf der Strecke sind. Das ist Sektor Violett. Ich will die Zeiten vom Hamilton noch knacken. Sektorzeiten. Aber ich vermute, dass es gerade mit der Zeit nicht drin ist. Liegen lassen, schön liegen lassen in der Zeit. Reicht nicht. Verdammt! Ah, verdammt. Ja. Die eine Zeit haben wir im ersten Versuch gesetzt.
Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal auf unsere Top 3. Richter, Hamilton und Sergio Perez. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. So. Dann haben wir es. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? So genau ist es. Es macht den Anschein, als hätten Sie sich in dieser Saison ganz auf Forschung und Entwicklung konzentriert. So, Stabilitätsfähigkeit haben wir auf jeden Fall deutlich hochgekriegt. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Genau, kein. Ich weiß ja, wo der Fehler lag. Kleiner Konzentrationsfehler in der Kurve. Mehr war es nicht. Das Auto passt ja sonst ansonsten. Dann haben wir's. Morgen noch das Rennen. Und dann blicke ich schon wieder Richtung Frankreich. Ich darf es halt wieder endlich auch die Formel 1 bei mir auf meinem Kanal, in dem Livestream. Genauso wie am Sonntag dann auch. Aber dann nicht über meinen eigenen Kanal, sondern den des der MSFL. So. Juli. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Genau. Und dann sehen wir uns wieder. Morgen, 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Oder wir sehen bei Let's Play F1 2019. Bis dann. Tschüss.